Guten Abend. Es ist wirklich erstmal eine große Ehre, dass ich überhaupt dabei sein darf. Und ich bedanke mich vor allen Dingen bei der Jungen Alternative für Deutschland, dass ich hier bin. Hat und dass das bisher auch ganz gut geklappt hat. Ich hoffe, dass es auch weiter so funktioniert. Natürlich ist es auch für mich eine große Ehre, hier jetzt irgendwann, nehme ich mal an, im Laufe des Abends auch neben Björn Höcke sitzen zu dürfen, der wirklich als aufrechter Patriot viel, viel für Deutschland. Ich möchte aus gegebenen Anlass ein paar Bemerkungen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts von heute machen. Die NPD ist ja noch nicht verboten worden, welch Wunder. Ich nehme an, dass viele von den Kameraden jetzt am Feiern sind. Das war für Juristen nicht anders zu erwarten. Und damit ist die NPD die einzige Partei in Deutschland, die von sich sagen kann, staatlich geprüft und im Ergebnis wird tragbar gefunden. Aber jetzt mal ernst, wer, frage ich euch, hat denn die NPD wirklich marginalisiert? Das waren doch nicht die Linken. Die Grünen, das Bundesverfassungsgericht oder der Verfassungsschutz, der diese Partei ja noch gelästet hat, mit finanziellen Zuwendungen an V-Leute, alle davon sind. Ich sage euch, wir waren das von der AfD, denn wir sind diejenigen, die den Patrioten in diesem Land eine echte Heimat bieten können. Viele haben die NPD deshalb gewählt, weil dies die einzige Partei war, die immer entschlossen zu Deutschland gestanden hat. Aber diese Partei hatte auch immer etwas an sich, was als unangenehm empfunden wurde. Ihre Rückwärtsgewandtheit, ihr Bemühen, die Kriegsgeneration zu rehabilitieren. Für den politischen Gegner war es leicht, dieses Bemühen um eine gerechte Bewertung der Vergangenheit als Verherrlichung des Dritten Reiches umzuinterpretieren. Und ehrlich, es gab ja auch viele bei denen, die in der Nazi-Nostalgie schwirren. Diese Partei war und ist nicht zukunftsfähig. Nun sind wir da. Wir sind die neue Rechte. Ich bin jetzt 54 Jahre alt. Als ich geboren wurde, war der Zweite Weltkrieg schon 17 Jahre vorbei. Für euch von der JA, die ihr diese Veranstaltung organisiert habt, liegt das Ganze noch viel weiter zurück. Wir schauen in die Zukunft und sind stolz auf das, was durch den Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde. Im Jahr 1945 sah es in vielen Städten Afrikas besser aus als damals in Deutschland. Aber was machen die aus ihren Möglichkeiten? Und was ist seitdem in Deutschland entstanden? Wo wir gerade in Afrika sind. In den 70er Jahren gab es in Südafrika eine Bewegung, die sich Black Concessionist nannte. Einer der Wortführer damals war Steve Biko, der 1977 an den Folgen von Misshandlungen, die er im Gefängnis erhalten hatte, verstarb. Sein Credo, das Credo der Black Concessionist-Bewegung war, lasst euch nicht einreden, dass ihr nichts wert seid und vor allem verhaltet euch nicht so, dass man glauben könnte, ihr seid nichts wert. Er wurde später zu denen, die sich um eine gewaltfreie Befreiung von dem Apartheidsregime verdient gemacht haben. Jetzt werden sich manche fragen, ja, was hat das mit Deutschland zu tun? In gewisser Weise sind wir doch nach dem Zweiten Weltkrieg in eine ähnliche Lage gebracht worden. Uns wurde doch immer eingeredet, vor allem von den Westalliierten, dass wir Sauhunde, Verbrecher werden, dass wir nichts wert sind. Diese ganze gegen uns gerichtete Propaganda und Umerziehung, die uns einreden wollte, dass Auschwitz praktisch die Folge der deutschen Geschichte wäre. Luther, wir haben jetzt das Lutherjahr, wurde als Antisemit dargestellt, der sozusagen ein Baustein in der Kausalkette war, die dann irgendwann in Auschwitz geendet ist. Deutschland, das Land der Verbrecher.
Ja, und diese ganze Umerziehung führt doch auch dazu, dass diese Schreihälse da draußen stehen, die dann skandieren, nie wieder Deutschland. Oder dass sich Frauen auf den nackten Körper schreiben lassen, Bomber her, ist do it again. Das sind doch die Früchte dieser Umerziehung. Aus da müssen wir herauskommen. Wir müssen uns, wie damals auch diese Black Concessionist-Bewegung, selbst aufrichten. Und das Mittel hierzu ist der deutsche Patriotismus. Und ich muss sagen, ich erkläre hiermit diesen Schuldenkult für beendet, für endgültig beendet. Dann sind wir auch wieder in der Lage, unser Land zu verteidigen, weil wir es für wertvoll halten. Dieser Hass gegen das eigene muss endlich aufhören. Dann erscheint uns das Aufgehen Deutschlands in einer EU, in einem EU-Bundesstaat, als Verwaltungsbezirk für völlig inakzeptabel. So was wollen wir nicht. Diese Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet, die Herstellung von Wischvölkern, um die nationalen Identitäten auszulöschen und dann die Abgabe der Souveränität an die EU. Das ist einfach nicht zu ertragen und mündet in dem, was Sarrazin mal beschrieben hat, Deutschland schafft sich ab. Das wollen wir nicht. Und wenn wir zu neuer Stärke finden, dann schützen wir wieder unsere Grenzen. Dann verteidigen wir auch in der gebotenen Härte unsere rechtsstaatliche Ordnung wieder. Im Fall Amri wird sich dann nicht mehr wiederholen. Und dann schicken wir endlich die Leute, die uns, diejenigen Politiker, wie zum Beispiel Gauck und Merkel, endlich in den Ruhestand. Wir haben jetzt in diesem Jahr die Chance, in den Bundestag einzutreten. Und wir werden auch aus der Opposition heraus dieses Land verändern und dazu beitragen, dass Deutschland zur inneren Stärke zurückfindet. Ja, dann wird der Satz, wir schaffen das, eine ganz andere Bedeutung haben. Dann werden wir nämlich auf die nächsten 50 Jahre ganz, ganz anders reagieren. Dann werden wir nämlich stehen und das aufhalten. Mal zu Herrn Höcke ein paar Worte von mir. Vielleicht auch zu der Bedeutung, die Herr Björn Höcke für mich persönlich hat, obwohl er mich gar nicht kennt. Gesehen habe ich ihn mal am 2. Kiffhäuser-Treffen, jetzt im vergangenen Sommer. Und da wurden so Sachen verkauft. Ich hatte mir da so einen Einkaufsbeutel gekauft mit dem Bild von Björn Höcke da drauf. Manche kennen ihn vielleicht. Kurz vor Weihnachten war ich bei Edeka mit diesem Beutel einkaufen. Da fragte mich die Kassiererin an der Kasse, fragte mich, wer ist das denn? Das ist doch gar nicht Shikiwara. Da habe ich gesagt, nee, Frau Trobisch, da haben Sie recht, das ist nicht Shikiwara, das ist Björn Höcke. Und da sagt sie zu mir, ja Björn Höcke, wer ist das denn? Den kenne ich gar nicht. Da sage ich zu ihr, Björn Höcke, wissen Sie, wer das ist? Dieser Mann ist meine Hoffnung. Ja. Und ich glaube, dass ich dafür die Patrioten in diesem Raum sprechen kann, Björn Höcke, Sie sind unsere Hoffnung.